Mein Diplomprojekt BitMeAlp habe ich von dem Architekturbüro Hucharchitekten bekommen. Ich möchte Ihnen gern kurz das Büro vorstellen. Der Geschäftsführer und Entwurfsarchitekt ist Markus Ruch. Des Weiteren haben wir zwei Projektleiter, drei Architekten, zwei Hochbauzeichner und zwei Lehrlinge. Die BitMeAlp liegt auf einem Hochplateau ca. 1430 Meter über dem Meer am Hasliberg im Berner Oberland. Und gerade zu dem Zeitpunkt der Themenfindung war das Projekt BitMeAlp aktuell und präsent im Büro. Der Weg bis zum ersten Spatenstich ist jedoch noch sehr lang, da es zum Bau der Anlage in alpiner Lage eine Volksabstimmung benötigt. Der Hasliberg ist ein familienfreundlicher Ort mit viel Freizeit- und Sportmöglichkeiten und mit dem Potenzial für ein Hotel von gehobenen Standard für den Sommer- und Wintertourismus. Bei dem BitMeAlp-Projekt haben wir uns für die Südwestfassade, den Blick aus einem der Hotelzimmer und den Blick aus dem Restaurant entschieden. Der Architekt Markus Ruch hat mit Hilfe von Schlagworten versucht, mir seine Vorstellung der Gestaltung von BitMeAlp zu vermitteln. Die Zimmergestaltung, die Möblierung und die Farbgestaltung wurden besprochen. Anhand dieser Informationen habe ich Beispiele von Möbeln, Farben, Materialien und Einrichtungsbeispiele ähnlicher Hotelprojekte zusammengestellt. Diese Bilder stellen das Moodboard dar. Dem Architekt helfen Visualisierungen, eine bessere Vorstellung von seinem Entwurf zu bekommen, verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten auszuprobieren und diese zu perfektionieren. Das Thema Beleuchtung ist sehr wichtig in der Architekturvisualisierung. Das Hintergrundbild, welches ich in dem Bild Blick aus dem Hotelzimmer verwendet habe, ist in den frühen Abendstunden aufgenommen, ca. 17 Uhr. Um das Hotelzimmer zu beleuchten, habe ich 7 Lichtquellen gesetzt. Mit der Hilfe von 3 Flächenlichtquellen habe ich Tageslicht-Nachempfindungen geschaffen. Des Weiteren habe ich 2 Nachttischlampen und eine Tischlampe mit je 2 Spotlichtern in das Bild eingebaut. In der Nische hinter dem Bett habe ich mit indirektem Licht gearbeitet. Dies habe ich durch 2 Spotlichter geschafft. Zuletzt habe ich noch eine Flächenlichtquelle gesetzt, die den Vordergrund aufhellt. Ich habe versucht, mit dem Licht dann eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen. Um meine Fassadevisualisierung perfekt auf das Hintergrundbild positionieren zu können, brauche ich einen Situationsplan der Parzelle, in dem auch der Grundriss des Projektes eingezeichnet ist. Auf diesem trage ich meinen Standort ein und den Blickwinkel. Das heißt, ich zeichne ein, welche Gebäudeecken der bestehenden Gebäude ich von meinem Standort aus sehe. Die Höhe meiner Kamera und die Brennweite notiere ich mir. Die Gebäudeecken, die Sichtachsen und die Winkel müssen 100% in Cinema 4D nachempfunden werden, sonst wirkt die Szene verzerrt und unrealistisch. Da in dieser Phase des Projektstandes noch zu wenige Daten der Fassadengestaltung vorliegen, ist dies ein vorläufiger Stand des Projektes. Um das Endprodukt fertigzustellen, ist eine weitere Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro notwendig.